Kriminaltango in der Taverne. Dunkle Gestalten und rotes Licht. Und sie tanzen einen Tango. Jackie Brown und Baby Miller. Und er sagt ihr leise, wenn ich austrink, machst du dich. Dann bestellt er zwei Manhattan. Und dann kommt ein Herr mit Kneifer. Jack trinkt aus und Baby zittert. Doch dann löscht sich schnell das Licht. Der Chef der Deutschen Bank war in Athen. Und was er gesagt hat, ihr braucht 15 Milliarden. Herr Schäuble, das kann doch die KfW übernehmen. Wir machen einen Deal, wir nehmen die Bürger. Kreditbank für Wiederaufbau. Kreditanstalt für Wiederaufbau. Abend für Abend lodert die Lunte. Sprühende Spannung liegt in der Luft. Und sie tanzen einen Tango. All die davon nichts ahnen. Die Bürgschaft und die privaten Banken liefern das Geld. Also das ist ein Risiko, nicht bei der Deutschen Bank. Das ist ein Free Lunch, das ist doch wunderbar. Was ist das? Ein Free Lunch, ein gratis Mittagessen. Das heißt, ich kann kassieren, ich kann Geld einnehmen und habe kein Risiko. Der Staat ist es da. Wunderbar. Das war... Denn sie können ja nicht wissen, was dazwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Kriminaltango in der Taverne, dunkle Gestalten, rote Laterne, glühende Blicke, steigende Spannung, und in die Spannung, da fällt ein Schuss. Auf der einen Seite heißt es, Renten können nicht angehoben werden, wir haben kein Geld, wir zahlen so viel Steuern, Steuersenkung ist nicht drin. Und gleichzeitig ist der Bund Milliarden locker zu machen, um eine marode Bank zu sanieren. Manager heute noch dicke Gelder kassieren. Und sich von Ifo kann nichts finden, was daran verdächtig wäre. Nur der Herr da mit dem Kneifer könnt vielleicht noch etwas sagen, doch der Herr, der sagt nicht mehr. Unsere Kernkraftwerke, die Laufzeiten haben bei höchster Sicherheit im internationalen Bereich. Über die Schließungsdaten, die rein ideologischer Natur jetzt bei Ihnen sind, hinaus ermöglichen. Wenn die Wirtschaft das will, wird sie von uns die Möglichkeit bekommen. Der korrupt ist, und ich dachte, in Deutschland sind welche Gerechtigkeit, Justiz, aber das habe ich nicht erlebt. Und dieses Regime reagiert auf die einzige Weise, die es kennt, mit Gewalt. Tränengas, Schüsse in die Menge, Verhaftungen. Guten Abend, Herr Wachtmeister. Guten Abend. Herrschaften, feiern? Ja, Geburtstagsmilitär. Gibt es keine Kompromisse. Eher wie eine Leichenfeier aus. Es sollen mehr reiche Familien hierher kommen, es wird alles teurer, es werden nur noch teure Wohnungen gebaut. Es gibt immer mehr Lounges, die Mieten steigen auch für die Gastronomie ins Unbezahlbare. Und das heißt, dass die Leute, die hier gelebt haben vorher und die den Stadtteil ausgemacht haben, verdrängt werden. Gentrifizierung nennt man das, Verdrängung. Sind Sie Herr Martens? Jawohl, bitte, ja. Wenn ich bitten darf, feiern Sie nicht so laut. Die Nachbarn haben sich beklagt. So, so, ja. Selbstverständlich, Herr Wachtmeister, wir sind ganz leise. Es ist sowieso schon 12 Uhr. Der Geburtstag ist vorbei.
Griechenland wird seine Schulden nicht zurückzahlen. Das heißt, alles, was wir jetzt überweisen, davon werden wir ein gerüttelt Maß nicht zurückbekommen. Und ich unterstelle Ihnen, das grenzt an Veruntreuung von Steuerzahlergeldern, was Sie damit machen. Wenn ich weiß, dass ich mein Geld nicht zurückbekomme und trotzdem Steuerzahlergeld hinschicke, wohl wissen, dass es nicht zurückkommt, das ist doch Veruntreuung. Also Sie meinen, wenn ich eine Bank, Sie meinen, das deutsche Parlament wäre ein Straftäter? Nein, ich sage, das grenzt. Veruntreuung ist eine Straftat. Ich sage, es grenzt. Ah ja, es grenzt. Also ist es ein oder nicht? Ja oder nein? Verklagen Sie mich doch. Nein, Herr Fricke ist der Bürger anders. Darf nicht mehr seine Wahrheit sagen. Also, gute Nacht. Gute Nacht.